بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Meine lieben Geschwister, wir wollen heute insha'Allah ta'ala nach etwas längerem Überlegen mit einer weiteren Sura beginnen, welche wir nicht mit einem Mal abschließen können, sondern für die wir wahrscheinlich 4 Einheiten benötigen werden. Und das hat auch einen Grund, den ich gleich insha'Allah ta'ala erwähnen werde. Und zwar die Sure, mit der wir uns heute beschäftigen oder beginnen wollen zu beschäftigen und wo wir auch keinen ausführlichen Tafsir machen werden, sondern wo wir uns insha'Allah ta'ala vielmehr die Struktur anschauen werden, aber dann auf die Geschichten dieser Sure näher eingehen werden. Ist insha'Allah ta'ala Surat Al-Kahf, die Sure Nummer 18. Surat Al-Kahf ist eine Sura, welche einen ganz besonderen Status hat unter uns Muslimen. Und das hat natürlich verschiedene Gründe, welche auf den Inhalt dieser Sura zurückzuführen sind. Surat Al-Kahf ist nämlich eine Sura, welche uns von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam empfohlen wurde, regelmäßig zu lesen. Und die meisten von euch sicher wissen auch, wie regelmäßig, nämlich an jedem Freitag. Und was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ganz konkret dazu? Und zwar sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam: Man qara'a surat al-kahf fi yawm al-jum'ah ada'a lahu min an-nur ma bayna al-jum'atayn. Wer Surat al-Kahf am Freitag liest, der wird ein Licht erhalten, welches alles erhellen wird, was zwischen den beiden Freitagen ist. Der wird ein Licht erhalten, welches alles erhellen wird, was zwischen den beiden Freitagen ist. Also er bekommt ein Licht, was ihn leiten wird. In einer anderen Version dieser Überlieferung heißt es wie folgt: Man qara'a surat al-kahfi laylat al-jum'ah ada'a lahu min an-nuri ma baynahu wa bayn al-bayt al-atiq. Wer Surat al-Kahf Freitagnacht liest, bei der ersten Überlieferung war es was? Freitag am Tag. Bei dieser Überlieferung, die ist ebenfalls authentisch, ist es Freitagsnacht. Der wird ein Licht erhalten, welches alles, was zwischen ihm und zwischen dem Al-Bayt al-Atiq, was ist Al-Bayt al-Atiq? Die Kaaba, erhellen wird. Wir haben also 2 Überlieferungen, in denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns Muslimen empfiehlt, dass wir Surat al-Kahf am Freitag lesen sollen, unabhängig davon, ob in der Nacht oder am Tag, und wo wir jeweils vom Propheten sallallahu alaihi wasallam versprochen bekommen, dass wir ein Licht bekommen, welches bis zum nächsten Freitag anhält und gleichzeitig auch welches uns das erhält, was zwischen uns und der Kaaba ist. Sehr, sehr interessant. Könnte man sich natürlich fragen, warum? Diese Frage werden wir auch beantworten, insha'Allah ta'ala. Warum gerade Surat al-Kahf uns solch ein Licht gibt. Wichtig erst einmal, zwischen dem einen Freitag bis zum nächsten Freitag. Also jedes Mal, wenn ich Surat al-Kahf lese, bekomme ich wieder dieses Licht. Als würde dieses Licht zeitlich begrenzt sein. Und es wird immer wieder dann
auch erhält und uns gegeben, wenn wir wieder Surat al-Kahf lesen. Und dann, welches auch uns mit einem Ort verbindet, nämlich mit der Kaaba. Und das bedeutet mit anderen Worten, als würde uns diese Sura an unsere Gebetsrichtung binden. An den Ort binden, in dessen Richtung wir immer wieder fünfmal am Tag unsere Gebete verrichten. Also mit anderen Worten, als würde uns dieses Licht immer wieder den Weg zu Allah aufzeigen. Als würde uns dieses Licht immer wieder aufzeigen, wie dieser gerade Weg ist, die Luftlinie direkt, ja? Von dir aus, egal an welchem Ort du dich befindest, in Deutschland, in Ägypten, in Pakistan, auf dem Mars, inshallah, du bekommst immer wieder dieses Licht, welches dir dann den Weg zeigt, wie du zu Allah subhanahu wa ta'ala gelangen kannst. Sodass zwischen dir und zwischen der Kaaba nichts steht. Dass sich nichts abhält von deinem eigentlichen Ziel. Es gibt viele Muslime heutzutage, die beten fünfmal am Tag, aber und sie beten in Richtung Kaaba, Qibla. Sie beten genau in diese Richtung, aber du hast nicht das Gefühl, dass sie wirklich in ihrem Gebet direkt mit der Kaaba verbunden sind, sondern du hast das Gefühl, zwischen ihnen und der Kaaba sind viele, viele Hindernisse und Hürden, die sie nicht überwältigen können. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass es viele Muslime gibt, die beten, aber die alles andere in ihrem Handeln so sind, wie es Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen eigentlich verlangt hat. Sie beten mit ihrem Körper, sie stehen im Mihrab, sie beten in die Richtung, die uns Allah ta'ala vorgeschrieben hat, aber trotz alledem sind sie sehr, sehr weit entfernt von Allah subhanahu wa ta'ala. Sehr, sehr weit entfernt von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie gesagt, Surat al-Kahf, sie zeigt uns diesen direkten Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala, wie es uns unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam versprochen hat. Also auf der einen Seite ist sie etwas, was dir für eine ganze Woche Licht spendet, aber du musst dieses Licht immer wieder erneuern, ganz wichtig. Du musst es immer wieder erneuern, das reicht nicht aus, dass du es einmal bekommst und dann bleibt es bis zum Ende deines Lebens. Nein, es ist ein Licht, was immer wieder erneuert werden muss, alle 7 Tage. Und gleichzeitig ist es ein Licht, was dir ganz genau aufzeigt, wie du zu Allah subhanahu wa ta'ala gelangen kannst. So als würdest du jedes Mal zum Hause Allah subhanahu wa ta'ala pilgern, wenn du Surat al-Kahf liest. So als würde Allah subhanahu wa ta'ala von dir den Schleier nehmen und dir ganz genau zeigen, wie du eigentlich richtig handeln musst. Warum das so ist bei Surat al-Kahf, das werden wir ebenfalls insha'Allah ta'ala beantworten oder versuchen zu beantworten. Das Ganze wird jetzt ein bisschen deutlicher durch eine andere Überlieferung. Durch eine andere Überlieferung, in der uns unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam noch einmal aufzeigt, was so besonders an dieser Sura ist, Surat al-Kahf. Und zwar bewirkt sie einen Schutz. Durch Surat al-Kahf schützt du dich als Muslim. Und zwar vor was schützt du dich? Was sagt denn unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Vor was schützt du dich, wenn du Surat al-Kahf liest? Ja. Vor der Versuchung des Dajjal. Des Lügners, des einäugigen Lügners, über den der Prophet sallallahu alaihi wa sallam was gesagt hat. Zwischen mir oder zwischen der Erschaffung der Welt und dem jüngsten Tag wird es keine Versuchung geben, die größer und gewaltiger sein wird als welche Versuchung? Als die Versuchung des Lügenmessias, des Al-Masih al-Dajjal. Es wird keine größere Versuchung geben. Möge Allah Ta'ala uns davor bewahren, ja Rabbil Alamin. Und diese Versuchung ist so groß, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam
uns nur eine einzige Sache empfiehlt oder regelrecht gebietet und befiehlt, wenn wir in dieser Zeit leben sollten, was sollen wir nämlich tun? Abhauen. Knallhart abhauen. Das sagt man ja auch immer wieder, ja, wenn es irgendwie, es wird mal, bekommt mir auch immer wieder empfohlen, wenn man irgendwie vom Polizisten aufgeklärt wird, wie man sich verhalten soll in einer Situation, die gefährlich ist. Das Erste, was du machen sollst, ist abhauen. Selbst von, habe ich mal ein Video gesehen von einem Trainer für Selbstverteidigung. Ja, er sagt, tu nicht hier einen auf einen Macho, wenn jemand mit dem Messer kommt. Das Einzige, was du machen kannst, ist abhauen. Und wenn der Messias in der Jail kommt, dann sollst du nicht den starken Mu'min spielen, sondern was sollst du tun? Abhauen. Abhauen. Ja, die Fitness ist zu groß. Es wird natürlich einige Ausnahmen geben. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er berichtet uns auch von solch einer Ausnahme. Und zwar von einem Jugendlichen, der so stark im Iman ist. Ja, solche Ausnahmen gibt es immer. Ja, es gibt immer Leute, die einen Messerangriff abwehren können. Aber das sind die wenigsten. Ja, und deswegen seid ihr nicht so sicher. Ja, seid ihr nicht so sicher. Und versucht lieber zu fliehen. Und unser Prophet, sallallahu, und es ist ganz, ganz wichtig im Übrigen, im Allgemeinen, lasst uns mal bei diesem Aspekt des Abhauens bleiben, vor der Fitness. Es geht ja hier um eine Versuchung. Es gibt manche Leute, die glauben, sie könnten jeder Versuchung standhalten. Es gibt manche Leute, die glauben, sie könnten jeder Versuchung standhalten. Sie seien immun gegen jegliche Form von Versuchung. Ich habe kein Problem damit, in eine Diskothek zu gehen. Und ich bleibe alhamdulillah standhaft. Ich mache Da'wah mit den Leuten. Ja, ihr lacht, aber ich kenne wirklich Leute, ich habe mal eine Diskussion geführt mit Leuten, die das wirklich gemacht haben. Die sind in Diskotheken gegangen und haben Da'wah mit den Leuten in der Diskothek gemacht. Hm? Naja, das ist Quatsch. Warum setzt du dich der Versuchung aus? Wer sagt dir, dass du jedes Mal stark bleibst? Das heißt ja nicht, dass du gleich irgendwie einen Fehler machst. Aber diese Versuchung, sie hinterlässt Spuren in dir. Und deswegen versuch dich immer vor einer Versuchung zu schützen. Und das ist das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam im Allgemeinen auch von uns verlangt hat. Ich meine, Surat al-Kahf, wir werden doch gleich auf den Namen zu sprechen kommen. Die Höhle, manchmal brauche ich eine Höhle, wo ich mich schützen kann. Es ist einfach so, ich bin ein Mensch, ich habe Schwächen. Und es kann manchmal ein Blick sein, etwas sein, was ich gesehen habe, etwas sein, was ich höre, was ich fühle, wo ich dann plötzlich schwach werde. Und deswegen, unser Prophet, er hat immer wieder ja, ganz großen Wert darauf gelegt, dass ich präventiv handele. Präventiv, das heißt, erst einmal versuche, mich zu schützen. Und wenn es dann kommt, dann muss ich standhaft bleiben. Er sagt nicht, sei ein Mann und versuche es. Nein, er sagt, gib Acht. Was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in Bezug auf einen Mann und eine Frau, wenn sie allein in einem Raum sind? Warum verbietet er uns das? Warum sagt er nicht, versucht alle starke Mu'minin zu sein und geht mal einfach, guckt und prüft euch mal selbst, ja, ob ihr mit einer Mädchen ja, in einem Raum abgeschlossen sein könnt. Ja? Und wenn ihr das nicht schafft, dann seid ihr schwach. Nein, er sagt sallallahu alaihi wa sallam, ja, wehe euch, iyyakum wad-dukhulu 'alan-nisa. Wehe euch, dass ihr sozusagen alleine mit einer Frau an einem Ort seid. Damit ist die Chalwa gemeint. Ja? Und in einer anderen Überlieferung erklärt er uns, sallallahu alaihi wa sallam, ja, warum? Er sagt, kein Mann und eine Frau sind alleine in einem Raum abgeschieden, außer dass wer der Dritte ist? Amushushu. Ja, Shaitan. Ja, das habe ich von Sheikh Mohammed Antar, der hat das aber, weiß nicht, ob ihr den kennt, der ehemalige Imam von der ist schon ein paar Jahre her, einige von euch kennen ihn nicht, ja. Einige sind noch nicht mal geboren gewesen zu dem Zeitpunkt, das ist vor 15 Jahren der Imam in der Finostraße gewesen, ja. Amushushu hat er immer gesagt zum Shaitan, ja, Amushushu, ja, der ist der Dritte, ja, Onkel Shushu, der kommt, ja. Und dann seid ihr sicher, du kannst auch so stark sein, ja. Vertraue, du kannst dir nicht vertrauen in dieser Hinsicht. Ja, es ist einfach so. Ja? Das hat nichts damit zu tun, dass wir, manchmal wird ja den Muslimen vorgeworfen, ja, muslimische Männer können sich nicht beherrschen, so ein Blödsinn, das hat nichts damit zu tun. Ja? Das sind einfach bestimmte Dinge. Ja? Und ich bin mir sicher, jeder, der schon einmal in solch einer Situation gewesen war, selbst wenn er vielleicht dieses Mädchen oder sie, diesen Jungen überhaupt nicht mochte, in diesem Moment, wo du allein bist mit jemandem, dann kommen plötzlich Gedanken auf. Das heißt nicht, dass gleich etwas immer passiert. Muss auch nicht immer beim ersten Mal, beim zweiten Mal, kann beim zehnten Mal, aber wenn man nicht darauf Acht gibt, dann kann sich etwas entwickeln und davor soll ich mich als Muslim schützen. Und deswegen nochmal zurück zu diesem Hadith. Iyyakum wad-dukhulu 'alan-nisa, wehe euch und dass ihr sozusagen alleine mit einer Frau seid an einem abgeschiedenen Ort. Dann fragte ein Sahabi, ja Rasulallah, ara'ayta al-ham?
Gesandter Allahs, was ist denn eigentlich mit dem Hamu? Was ist ein Hamu? Wer ist denn der Hamu? Ja, der Schwager, ja, der Bruder von der Frau. Was ist mit dem eigentlich? Ja? Was sagt er? Das ist kein Problem. Er sagte, Al-Hamu, ja? Al-Maut, das ist der Tod. Boah, Al-Hamu, Al-Maut. Warum Al-Maut? Wenn man hier besonders nicht darauf achtet, das ist mein Bruder, kann nichts passieren. Ich vertraue meinem Bruder, aber ich vertraue nicht dem Shaitan. Ich vertraue meinem Bruder, aber ich vertraue nicht dem Shaitan. Das hat nichts mit Vertrauen zu tun. Das sind einfach menschliche Schwächen, die es gibt. Und ich habe euch schon oft Geschichten erzählt, die ich jetzt nicht nochmal erzählen muss, ja, zu diesem Thema. Ja, aber schlimme Geschichten, die man im Nachhinein dann bereut. Möge Allah subhanahu wa ta'ala davor bewahren. Kommen wir zurück. Es geht also darum, dass ich als Muslim mich schützen muss vor einer Fitne. Ich darf mich nicht freiwillig einer Fitne aussetzen. Nein, es gibt genügend Versuchungen in diesseitigen Leben, da muss ich mich nicht noch freiwillig einer Versuchung aussetzen. So stark bin ich nicht. So stark bin ich einfach nicht. Ich kann mich noch erinnern, subhanallah, ich habe euch jetzt, glaube ich, auch schon, ich habe schon so viel erzählt, ja, aber man wiederholt sich, ja. Ja. Als ich frisch aus Ägypten kam, dachte ich, das war das erste Mal nach 3 Jahren. Ja, da war ich 3 Jahre hintereinander in Ägypten, habe da angefangen, den Islam zu praktizieren. Ich war jetzt 18 Jahre alt. Oh, mashallah, ich bin stark, ich mache Da'wah mit meinen Freunden. Ich hatte ja keine muslimischen Freunde gehabt. Ja. Ich komme und mache mal Da'wah mit denen. Ja. Am Anfang, das erste Gespräch ist Da'wah. Ja? Beim zweiten Gespräch, komm, lass uns doch mal noch irgendwo mal hingehen, lass uns mal treffen mit den alten Freunden. Gehst du hin, machst nochmal Da'wah. Irgendwann haben die keine Lust mehr, über Islam zu sprechen. Und dann fangen die Dinge an. Und am Ende ist da was passiert, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen vergeben. Jetzt nichts Großes, aber es ist was passiert, wo ich gemerkt habe, das kann nicht funktionieren. Ich bin an einen falschen Ort gegangen. Und da habe ich mir gedacht, subhanallah, wirklich, egal wie stark du bist, egal wie stark du glaubst zu sein, wenn du dich der Versuchung selbst aussetzt, dann wirst du schwach. Wenn du dich selbst der Versuchung aussetzt, dann wirst du schwach. Und jeder hat seine eigenen Versuchungen. Sie können unterschiedlich sein. Für den einen ist es das Geld, wie wir noch sehen werden. Für den anderen sind es die Frauen oder die Männer, das andere Geschlecht. Ja? Für den dritten sind das Unterdrückung oder weiß ich etwas. Aber am Ende, es gibt unterschiedliche Formen von Versuchungen. Und deswegen bitte Allah Ta'ala beispielsweise, wenn wir bei der Frage der Versuchung, der Unterdrückung bleiben oder des Unglücks und des Schicksalsschlags, bitte niemals Allah Ta'ala sagen, oh Allah, prüfe mich so, wie du Yusuf a.s. geprüft hast. Nein, a'udhu billah. Sag Alhamdulillah. Wer sagt dir, dass du wie Yusuf a.s. so stark sein wirst im Gefängnis? Bitte niemals Allah und sag, oh Allah, gib mir eine Prüfung wie die Prüfung von Ayyub. A'udhu billah, nein. Ja, Ayyub a.s. war froh, als die Prüfung vorbei war. Ayyub a.s. war froh, als er wieder gesund wurde. Solange du nicht geprüft wirst in dieser Hinsicht, sag Alhamdulillah. Bitte Allah Ta'ala immer um was? Um die Al-Afiyah. Darum, dass es dir gut geht. Bitte ihn niemals darum, dass es dir schlecht geht. Wenn es kommt, dann sei geduldig. Aber bitte Allah Ta'ala niemals darum, dass es dir schlecht geht. Nur nach dem Motto, ich will ja, dass Allah Ta'ala mich prüft. Alles ist eine Prüfung. Der Schicksalsschlag ist eine Prüfung, eine Form von Versuchung, mit der Allah dich prüft. Aber auch das Geld und deine Gesundheit ist ebenfalls eine Prüfung, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala dich prüft. Und du verstehst das nicht. Und deswegen niemals Allah bitten, oh Allah, prüf mich dein. Oh Allah, bitte, Alhamdulillah, ich bin schwach, ja, und du weißt, wie schwach ich bin. Oh Allah, halt die Prüfungen von mir fern. Und wenn sie kommen, dann versuch geduldig zu bleiben. Und deswegen, was sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über diese Prüfungen? Er sagt, badiru bil-a'mal fitanan kaqita'i laylil muzlim. Kommt mit euren guten Taten Versuchungen zuvor, die so dunkel sind, wie die Teile einer finsteren Nacht. Der Prophet, er berichtet darüber, es kommen Zeiten, macht euch mal keine Sorgen, ja, wo es genügend Versuchungen geben wird, wo es nicht einfach sein wird. Und deswegen müsst ihr viele gute Taten tun, damit ihr geschützt seid, damit ihr euch schützt, damit ihr einigermaßen immun seid gegen diese Versuchungen. يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا. Ja, eine Person geht als Mu'min, als gläubiger Muslim zu Bett und steht als Kafir, als Ungläubiger auf. Und umgekehrt genauso. Und was ist der Grund? يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. Er verkauft seine Religion für eine Kleinigkeit von der Dunya. Ist nicht einfach. Glaub ja nicht, du bist so stark, dass du all deine Freunde umstimmen kannst. Unser Prophet hat uns gewahrt vor schlechten Freunden, die ebenfalls eine Versuchung sind.
Er hat uns gewarnt, weil er weiß, wir sind zu schwach. Wir können nicht gegen unsere Freunde standhalten. Wenn alle unsere Freunde einen anderen Weg gehen als ich, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich lasse mich durch sie beeinflussen, weil mein Einfluss auf sie wird relativ gering sein. Was kann ich als einzelne Person gegen 10 andere machen? Das ist ganz, ganz schwierig. Oder ich trenne mich von ihnen. Es ist schwierig, aber es ist dann die einzige Möglichkeit. Kommen wir zurück zu Surah Al-Kahf, inshallah ta'ala. Das heißt, diese Surah, wie es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, sie ist ein Schutz. Sie gibt dir ein Licht, was sie dem Weg zu Allah aufzeigt, und gleichzeitig schützt sie dich. Man hafiza 10 ayatin min awwal Surah Al-Kahf usima min ad-Dajjal. Wer 10 Verse vom Beginn der Surat Al-Kahf liest, der wird vor was geschützt? Vor den Dajjal. In einer anderen Version, die letzten 10 Verse von Surat Al-Kahf. Also mit anderen Worten, derjenige, der sich mit dieser Sura auseinandersetzt, derjenige, der sich mit dieser Sura beschäftigt, Allah subhanahu wa ta'ala, er wird ihm ein Licht geben, was ihn den Weg zu ihm aufzeigt, und gleichzeitig wird Allah subhanahu wa ta'ala ihn auch beschützen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Diese beiden Hadithe, die zeigen uns im Grunde genommen den Weg zur Tazkiya auf. Den Weg zur inneren Läuterung und Reinigung. Wenn ich mich innerlich läutern möchte, dann brauche ich 2 Dinge. Was sind die beiden Dinge, die ich benötige, um Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen und mich innerlich zu reinigen? Was brauche ich? Ja. Ja, okay, aber es geht ein bisschen um diese Hadithe auch, die wir gerade haben, in Bezug auf Surat. Also, ja? Ja? Alles richtig, das ist nicht falsch, aber es geht mir um 2 grundlegende Aspekte. Und zwar, einmal muss ich versuchen, mir Gutes anzueignen, und auf der anderen Seite mich vor dem Schlechten schützen. Ich muss mich auf der einen Seite vor dem Schlechten schützen und bewahren, Sünden versuchen zu vermeiden, nicht zulassen, dass ich die Versuchungen in mein Herz lasse, weil sie nämlich Auswirkungen zeigen werden auf meinem Herzen, nämlich schwarze Punkte, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung gesagt, die wir gleich nochmal erwähnen werden. Und auf der anderen Seite muss ich versuchen, immer wieder Gutes zu tun. Also auf der einen Seite brauche ich dieses Licht, die guten Taten, die mir den Weg zu Allah, mich Allah näher bringen. Und auf der anderen Seite brauche ich was? Etwas, was mich schützt, einen Schutz, eine Protektion, welche mich vor den Sünden schützt, ein Immunsystem. Weil sobald ich mein Herz öffne und sobald mein Immunsystem gegen diese Versuchungen zu schwach wird, was passiert? Werde ich auch zu schwach sein, um gute Taten zu tun. Und deswegen hört, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Bei Imam Muslim wird überliefert von Anas ibn Malik radiyallahu anhu, dass er sagte, تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا. Die Versuchungen werden dem Herzen vorgestellt. Wie eine Matte, einer Strohmatte, wo ein Ast, ein Strohhalm nach dem anderen in die Matte hineingeflochten wird. فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَى. Welches Herz auch immer diese Versuchungen aufnimmt und aufsaugt, erhält einen schwarzen Punkt. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ لَهُ نُكْتَةٌ بَيْضَاءَ. Und welches Herz auch immer sie ablehnt, diese Versuchung, sich vor ihnen schützt, der wird einen weißen Punkt auf seinem Herzen bekommen. حَتَّى يَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْن. Bis man 2 Herzen hat, also wie 2 Herzhälften. أَبْيَطْ مِثْلَ الصَّفَا.
ein Herz, oder es wird zwei Arten von Herzen geben. Ein weißes Herz, so weiß und so glatt wie As-Safa. Und As-Safa ist ein glatter, ganz glatter Stein. فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرُضُ. Keine Versuchung wird diesem Herzen schaden oder vermag diesem Herzen Schaden zuzufügen, solange Himmel und Erde bestehen. Warum? Weil nämlich jede Versuchung abprallt, abfließt. Kennt ihr das bei, zum Beispiel bei Vögeln, Enten? Ja? Wenn Wasser auf sie kommt, das perlt ab. Und genauso auch, der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam beschreibt es, ja? Es perlt ab regelrecht. Es bleibt nichts haften. Der Stein, auf den das Wasser fließt, ja, er bleibt glatt. Und er wird jedes Mal glatter. Und dann, wal-akhar, und das andere Herz, aswad, murbadan kalkusi mujakhiyya. Und das andere Herz ist schwarz, leicht durchdrungen von etwas weiß. Wie eine Schüssel, welche zur Seite gelegt ist. Ich muss ein bisschen trinken davon. So. Ja? Ups, Entschuldigung. Ja? La ya'rifu ma'rufa wa la yunkiru munkara illa ma ushrimin min hawa. Was hat es an sich mit diesem sozusagen zur Seite geneigten Gefäß? Was bedeutet das? Guck mal, was passiert, wenn ich gerade so mache? Jetzt ist ein bisschen Wasser aufgekommen. Was passiert? Es tropft wieder runter. Das heißt, jedes Mal, wenn ich versuche, Wasser hineinzugießen, etwas Gutes hineinzutun, was passiert dann? Es fließt wieder hinaus. Und umso mehr es angekippt ist, desto mehr fließt hinaus. Jetzt bleibt noch ein bisschen Wasser drin, oder? Seht ihr? Ja? Aber umso mehr ich es ankippe, desto mehr wird hinausfließen. Sodass irgendwann mal alles hinausfließt und nichts mehr drin bleiben wird. Kalkusi mujakhiyya. La ya'rifu ma'rufa. Es wird nichts Gutes mehr erkennen. Wa la yunkiru munkara. Und nichts Schlechtes mehr verwehren. Illa ma ushribi min hawa. Außer das, was es durch seine Neigung aufsaugt. Also es passt nur was hinein? Die Neigung. Nichts anderes. Subhanallah. Das sind die Versuchungen. Und diese Sura, mit der wir uns beschäftigen, Surat al-Kahf, ist eine Sura, welche sich genau mit diesem Thema der Versuchungen auseinandersetzt. Eine Sura, welche uns aufzeigen möchte, durch Geschichten, und zwar durch vier Hauptgeschichten. Die Sura hat insgesamt fünf Geschichten, eine etwas kürzere in der Mitte. Wir werden gleich noch darauf eingehen, insha'Allah ta'ala. Aber durch vier Hauptgeschichten versucht uns diese Sura aufzuzeigen, wie wir uns schützen können vor den wichtigsten Versuchungen des diesseitigen Lebens. Und dementsprechend hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns empfohlen, diese Sura immer wieder zu lesen, damit wir uns regelmäßig schützen vor den Versuchungen des diesseitigen Lebens. Und immer wieder durch diese Sura ein Licht erhalten, welches uns den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala aufzeigt. Und zwar anhand von konkreten Beispielen. Das Problem ist, der Mensch, er braucht Gleichnisse. Ich habe mal von einem christlichen Theologen an der Universität gehört, Jesus hat in Gleichnissen gesprochen. Warum? Weil der Mensch braucht diese Gleichnisse. Propheten haben grundsätzlich versucht, in Gleichnissen zu sprechen, damit der Mensch es verstehen kann. Wenn ich einem Kind etwas erklären möchte, was völlig abstrakt ist, dann wird es nichts mitnehmen. Wenn ich aber einem Kind eine Geschichte erzähle, wozu gibt es Märchen? Märchen. Wie sind Märchen entstanden? Märchen sind dazu da, damit der Mensch eine bestimmte Lehre übermittelt bekommt in der Regel. Oder? Meistens haben Märchen, meistens, nicht immer, aber häufig, haben Märchen bestimmte auch Lehren, welche sie vermitteln sollen. Ja? Und Allah subhanahu wa ta'ala, er will uns Geschichten erzählen, ahsan al-qasas, die besten Geschichten, damit wir uns Gedanken machen und damit wir auch verstehen, worum es geht. Und dementsprechend, wenn Allah Ta'ala auf diese Versuchungen eingeht, anhand von Geschichten,
welche auch so geschehen sind oder welche nur Gleichnisse sind. Da gibt es bei einigen dieser Geschichten Meinungsverschiedenheiten. Ob das nur ein Gleichnis ist oder ob es sich wirklich um eine historische Geschichte handelt. Aber grundsätzlich, wenn Allah Ta'ala uns jetzt anhand von Geschichten erzählt, wie Menschen diesen Versuchungen ausgesetzt gewesen sind, aber dann standhaft blieben und wie sie es geschafft haben, standhaft zu bleiben und sich zu schützen vor diesen Versuchungen, dann kann ich damit ganz anders umgehen, als wenn Allah Subhanahu wa Ta'ala mir einfach sagt, schütze dich und bewahre dich vor dieser Versuchung. Surat al-Kahf ist dementsprechend eine Anleitung, eine ganz praktische Anleitung für uns. Wie wurde eigentlich oder aus welchem Grund und wann wurde eigentlich, bevor wir jetzt auf diese Geschichten zu sprechen kommen und wie die Sura aufgebaut ist, wann wurde diese Sura eigentlich offenbart? Was würdet ihr sagen? Ja. Ja, in Mekka. Und relativ früh. Und interessant ist, dass diese Sura wahrscheinlich als Ganzes offenbart wurde. Also es ist ja eine relativ lange Sura und sie wurde wahrscheinlich als Ganzes offenbart. An einem Stück, was ja eher für die frühmekkanischen Suren ja, etwas außergewöhnlich ist, weil die meisten dieser Suren sind eher kürzere Suren. Aber Surat al-Kahf hat immerhin, wie viele Verse? Hat immerhin 110 Verse. 110 Verse. Surat al-Kahf befindet sich interessanterweise mitten im Herzen des Koran. Und in Surat al-Kahf befindet sich auch das Wort oder die Stelle, welche, wie die Gelehrten sagen oder viele Gelehrte sagen, genau die Hälfte des Korans ist. Weiß es jemand, welches Wort das ist? Also eine Wissensfrage. Welches Wort ist das, was genau die Hälfte des Korans darstellen soll? Ich gebe euch eine, für diejenigen, die Surat al-Kahf kennen, viele von euch kennen sie, es befindet sich in der Geschichte von den Leute den Leuten der Höhle. Welches Wort genau die Mitte des Korans sein soll? Und zwar wal yatalattaf. Ja? Das ist nur mal so eine Wissensfrage, kann man mal ein bisschen mit angeben. Ja? Wenn man sagt, was ist genau die Mitte des Korans? Wal yatalattaf. Wal yatalattaf, was heißt das? Egal, ja? Habe ich mal gehört. Ja? Wal yatalattaf. Ja, und sie sollen vorsichtig vorgehen. Vorsichtig vorgehen. Das ist genau die Mitte des Korans, wie es viele Gelehrte gesagt haben. Gut. Und auf jeden Fall handelt es sich um eine mekkanische Sura. Diese Sura wurde wahrscheinlich offenbart noch vor der ersten Auswanderung der Muslime nach Al-Habasha, nach Abessinien. Und das ist ganz, ganz wichtig. Warum? Weil, nachdem diese Sura offenbart wurde, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch den Muslimen die Erlaubnis gegeben hat, in Mekka nach Al-Habasha, nach Abessinien auszuwandern, die Hijra zu machen. Die erste Hijra. Ja? Diese erste Hijra hängt unter anderem mit der Offenbarung dieser Sura zusammen. Gut. Was ist der Offenbarungsanlass dieser Sura? Welche Geschichte wird in diesem Zusammenhang von den Gelehrten des Tafsir erwähnt? Hat jemand vielleicht eine Ahnung, welchen Offenbarungsanlass es gibt? Wurde kurz gefasst zu einer Debatte herausgefordert und ich glaube, die Juden haben den Mekkaner gestellt, ihm diese Frage, und er sagte dann, ohne Inshallah zu sagen, die Antwort vorgegeben. Mashallah, sehr gut. Genau, das ist nach den meisten Tafsir-Gelehrten dann auch der Offenbarungsanlass, und zwar wird von Abdullah ibn Abbas überliefert, dass die Quraysh An-Nadr ibn al-Harith und Al-Uqba Ibn Abi Mu'ayd, das sind ja beides Leute gewesen, die den Propheten sallallahu alaihi wa sallam bekämpft hatten, zu den Gelehrten der Juden in Medina schickte. Warum, aus welchem Grund? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam behauptete, in der Tradition der Leute der Schrift zu stehen. Er behauptete, einer dieser Propheten zu sein. Und aus diesem Grund, ja, und er behauptete auch, der Messias zu sein, den die Juden ja, erwarteten. Und aus diesem Grund brauchten die Quraysh, weil sie nicht mehr damit umgehen konnten, irgendwelche Argumente, damit sie ihn bloßstellen können, in Anführungsstrichen. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und auf jeden Fall sagten die Gelehrten der Juden, befragt Muhammad ja, über ja, folgende Dinge, drei Dinge. Was sind diese drei Dinge, über die sie ihn befragen sollten?
Die erste Frage war gewesen, befragt ihn über Leute, die in der Vergangenheit gelebt haben und welche sich in einer Höhle zurückgezogen haben. Die zweite Frage ist gewesen, dass sie ihn über einen Mann befragen sollen, der den Osten und den Westen beherrschte, der ebenfalls in der Vergangenheit gelebt hat. Und die dritte Frage ist welche gewesen? Und auf diese Frage gibt es in dieser Sura auch keine Antwort. Und zwar über die Seele. Und An-Nadr ibn al-Harith und Uqba ibn Abi Mu'ayt, sie kamen dann nach Mekka und sie befragten dann den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was machte der Prophet, wie du es richtig gesagt hast? Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte ihnen, ich werde euch morgen eine Antwort geben. Und er vergaß was zu sagen? Insha'Allah. Woraufhin sich das hinausgezögert hat. Die Antwort. Und er bekam keine Offenbarung. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er dachte, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn im Stich gelassen hat. Und die Quraysh fingen an, sich lustig zu machen über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, weil er ihnen keine Antwort geben konnte. Also eine sehr, sehr unangenehme Situation für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber auch eine sehr, sehr unangenehme Situation für die Muslime. Und nach circa 15 Tagen kam dann die Offenbarung. Und zwar die Offenbarung dieser Sura. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er erklärt auch in dieser Sura dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, warum es sich so sehr in die Länge gezogen hat mit der Antwort. Und zwar, welcher Vers ist das? وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَى. Und sagt, nee, zu keiner Angelegenheit, ich werde dies morgen beantworten, oder ich werde dies morgen tun, illa an yasha Allah, außer, dass Allah Ta'ala es möchte. Also Allah Ta'ala hat unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam erzogen. Er als Gesandter Allahs. Dass er nicht einfach sagen soll, weil er glaubt, dass er Prophet, dass Allah Ta'ala ihm sofort antworten wird. Nein, diese Offenbarung ist ein Geschenk Allah subhanahu wa ta'ala. Und gleichzeitig liegt darin, was? Ein Beleg dafür, dass er wirklich der Gesandte Allahs ist. Weil er wusste nicht, was er tun soll. Er wusste nicht, wie er damit umgehen soll. Woraufhin dann Allah subhanahu wa ta'ala ihm dann diese Offenbarung gegeben hat, mit der gesamten Sura, mit der er dann auf all diese Fragen antworten konnte. Die einzige Frage, die nicht in dieser Sura beantwortet wird, ist die Frage über die Seele. Und die wird in welcher Sura beantwortet? In Surat al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt in Surat al-Isra, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. Sie befragen dich über die Seele. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. Sprich, die Seele ist eine Angelegenheit meines Herrn oder eine Angelegenheit von meinem Herrn. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Und ihr habt vom Wissen nur sehr, sehr wenig erhalten. Selbst du als Prophet hast nur wenig erhalten über dieses Wissen. Also Allah Ta'ala, er hat unseren Propheten erzogen und hat ihm aufgezeigt, obwohl er der Gesandte Gottes ist, muss er eines wissen. Das Wissen, was er bekommt, kommt ausschließlich von Allah subhanahu wa ta'ala. Und zweitens, er hat nur sehr, sehr wenig Wissen. Und genau das brauchen wir auch, weil diese Sura geht im Übrigen auch auf die Versuchung des Wissens ein, dass ich glaube, ich wüsste mehr als andere. Mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, umso mehr Wissen du dir aneignest, desto mehr Bescheidenheit wirst du erlangen. Oder solltest du besser gesagt erlangen. Ab dem Zeitpunkt, wo du das Gefühl hast, du weißt mehr als andere und du bist besser als andere und du könntest alles beantworten und du kennst auch vielleicht keine Grenzen mehr, wenn es um Fragen geht, dann wisse, dass du dich auf einem gefährlichen Weg befindest. Es ist besser zu sagen, ich weiß es nicht, oder ich frage nach. Genau das hätte auch der Prophet tun sollen, oder? Er hätte sagen sollen, ich warte erstmal, bis die Offenbarung kommt und frage meinen Herrn, ob er mir dann die Antwort gibt oder nicht. Als dass ich einfach direkt sage, morgen bekommst du die Antwort.
Sei bescheiden. Kenne deine Grenze. Du musst dich nicht in allem auskennen. Und sei dir darüber im Klaren, wenn du eine falsche Aussage machst in Bezug auf die Religion, dann begibst du dich auf einen gefährlichen Pfad. Einen sehr gefährlichen Pfad. Die großen Gelehrten des Islam, sie hatten Angst gehabt. Oh, ich habe noch einmal neulich einen Vortrag gehört, oder so einen kleinen Vortrag von Sheikh Sa'id al-Kamali, oder al-Kumali, wie man auch ihn ausspricht. Der ist ein bekannter Gelehrter aus Marokko, der, mashallah, wirklich also ein sehr, sehr starkes Gedächtnis hat und sehr viel Auswendigkeit. Und er hat, hat auch eine Frage bekommen über das Wissen und hat dann über Imam Malik gesprochen. Und er hat dann gesagt, subhanallah, die Sitzung von Imam Malik, ja, war nicht irgendeine Sitzung gewesen. In dieser Sitzung saßen Leute wie Imam al-Shafi'i, große Muhaddithun, große Hadithgelehrte, saßen in seiner Sitzung und haben bei ihm gelernt. Und einmal kam einer zur Sitzung, der war nicht aus Medina. Und er war auch ein Hadithgelehrter, subhanallah. Er war sogar einer derjenigen, dessen Qira'a wie heutzutage, ich weiß gar nicht mehr, wer das gewesen war, ich habe es nicht mehr in Erinnerung. Einer, der sozusagen auf den eine der Qira'at, der sieben Qira'at heute zurückgeht. Er kam und er dachte sich so, er könnte einfach eine Frage stellen. Er sagte, Imam Malik, ich habe mal, was sagt der Islam oder was sagen die Gelehrten da und dazu? Imam Malik schaute ihn an, alle wollten ihn schon schlagen. Wie kannst du es dir erlauben, überhaupt hier einfach direkt eine Frage zu stellen? Und dieser Imam, der so hoch angesehen war, schaut mal, was für Gelehrte in seiner Sitzung gesessen haben. Dieser Mann, der da stand und der das gerufen hat, das war einer derjenigen, dessen Koran-Version wir heutzutage rezitieren, also auch ein Gelehrter. Und trotzdem wurde er so niedergemacht. Und dieser große Imam, den die Leute so respektiert haben, vor dem die Leute solch einen Respekt hatten, selbst der Gouverneur von El-Medina hatte vor Imam Malik großen Respekt gehabt, als er einmal etwas umsetzte und dann auf Imam Malik traf. Da kam er zu ihm und sagte, oh Imam, es tut mir leid und du weißt, es ist eigentlich nicht in meiner Hand gewesen, aber die mussten das so machen. Ja, er hat sich entschuldigt bei Imam Malik, obwohl Imam Malik nur ein Gelehrter war, der hatte nichts in der Hand gehabt. Aber er war solch eine Autorität gewesen. Und dieser Imam, der bekommt 40 Fragen gestellt von Leuten, die nicht aus Medina stammen, die einfach zu Hajj in Medina gewesen waren und die haben Fragen gesammelt, haben gesagt, wir fragen den Imam von Medina. Und zu 36 dieser Fragen sagt dieser Imam, diese Autorität, bei der so große Gelehrte wie Imam al-Shafi'i gesessen haben in seiner Sitzung, er sagt zu 36 Fragen, ich weiß es nicht. 36, ich weiß es nicht. Nur vier Fragen hat er beantwortet. Und die Leute, die waren verwundert gewesen, sagten, du bist der Imam. Was sollen wir den Leuten sagen, wenn wir zurückkehren? Die haben uns extra die Fragen mitgegeben. Und dann sagte er zu ihnen, sagt ihnen, Malik weiß es nicht. Sagt ihnen, Malik weiß es nicht. Und heutzutage, Allahu Akbar, ja, wir geben auf jede Sache eine Antwort. Das ist eine Fitna, eine Versuchung, für die Allah subhanahu wa ta'ala dich zur Rechenschaft ziehen wird. Und auf jeden Fall hat Allah subhanahu wa ta'ala durch diese Surah und durch Surah Al-Isra dann den Quraysh die Antworten gegeben, und zwar sehr, sehr ausführlich. Einmal, und es ist die erste Geschichte dieser Surah, die Geschichte der Leute der Höhle. Das ist eine Geschichte, die auch im christlichen Kontext bekannt ist, und zwar die Geschichte der sieben Schläfer. Die zweite Geschichte, welche jetzt mit diesen drei Fragen nichts zu tun hat, ist die Geschichte der beiden Freunde oder Bekannten, von denen einer zwei Gärten hatte. Also der Mann mit den beiden Gärten. Das Gleichnis davon. Die dritte Geschichte, welche auch mit der Frage nichts zu tun hat, ist eine sehr ausführliche Geschichte. Und zwar die Geschichte von dem edlen Propheten Musa alaihi salam mit seinem jungen Yusha und dann ihrem Mentor Al-Khidr. Und die vierte und letzte Geschichte ist ebenfalls eine
ausführlichere Geschichte, und zwar die Geschichte, welche dann auch eine Antwort gibt auf diese drei Fragen, die Geschichte von Dhul-Qarnayn. Und deswegen beginnt auch Allah Ta'ala diese Geschichte mit welchen Worten? وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ Dhul-Qarnayn. Und sie befragen mich über Dhul-Qarnayn. قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Sprich, ich werde euch von ihm etwas erzählen. Als Antwort auf die Frage der Quraysh. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala, er beantwortet die Frage. Also Allah Subhanahu wa Ta'ala, er hat uns mit dieser Sura vier Geschichten gegeben. Es gibt aber noch eine fünfte Geschichte. Welche ist denn das? Ah, die Geschichte von Iblis. Und wo befindet sich diese Geschichte? Sehr interessant. Wo befindet sich diese Geschichte in Surat Al-Kahf? Genau in der Mitte. Iblis, der Motor. Der Motor, ja, für all diese Versuchungen. Der nutzt diese Versuchungen aus, ja, um dich schwach zu machen. Er versucht dich Schritt für Schritt immer wieder zu leiten, wie unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam es aufgezeigt hat. Er hat eine Linie in den Boden gezeichnet. An dieser Linie hat er ganz viele Abzweigungen gemacht. Und er hat gesagt, das ist der Weg Allahs. Hada sabilullah. Und das sind Wege. Und an jedem dieser Wege befindet sich ein Iblis, ja, ein Shaitan, ja, ein Ambushushu. Ja, an jedem dieser Abzeigungen befindet sich einer dieser Shaitans, ja, der die Menschen dann aufruft zu diesem Weg. Es ist völlig egal, wie du vom Wege Allahs abkommst. Völlig egal. Hauptsache, du kommst vom Wege Allahs ab. Die erste Geschichte spricht über welche Versuchung? Die Geschichte der Leute in der Höhle. Welche Versuchung wird hier angesprochen? Eine sehr verbreitete Versuchung, auch heutzutage eine sehr verbreitete Versuchung. Das ist die Versuchung der Unterdrückung. Ich möchte kurz mal hier stehen bleiben. Es mögen einige sagen, wir leben in Deutschland. Deutschland wird man alhamdulillah nicht unterdrückt. Aber es gibt Druck. Guck mal, man wird nicht unterdrückt, aber es gibt was? Es gibt Druck. Und es gibt nicht wenige Geschwister, die aufgrund dieses Druckes nachlassen. Und ich muss ganz offen sagen, es gibt mittlerweile, und es erschreckt mich wirklich, sowohl bei Brüdern als auch bei Schwestern, aber bei Schwestern ist es noch sichtbarer. Es gibt in letzter Zeit einen Trend, dass es viele Schwestern gibt, die seit Jahren ihren Kopf bedeckt haben und ganz plötzlich von einem Moment auf den anderen, ich möchte das gar nicht werten, aber von einem Moment auf den anderen, nach Jahren und teilweise Jahrzehnten, ihr Kopftuch wieder ablegen. Das habe ich in letzter Zeit sehr, sehr häufig bemerkt, immer wieder auf Facebook. Sagt meine Frau, guck mal, die Schwester hat ein Kopftuch, die zeigt sich jetzt sozusagen plötzlich ohne Kopftuch. Und dann sage ich, subhanallah, woran liegt das? Ich weiß, das sind aufrichtige Schwestern, ich will auch überhaupt nicht irgendwie ein Urteil fällen über sie, darum geht es mir nicht. Ich stelle mir aber die Frage, woran liegt das? Und vielleicht hilft uns Surat Al-Kahf darauf eine Antwort zu finden. Auch wenn wir nicht unterdrückt werden, aber allein dieser Druck stellt für manche schon eine so große Versuchung dar, dass sie dann auf bestimmte Gebote, die Allah subhanahu wa ta'ala uns vorgeschrieben haben, dann ja, bestimmte Verbote ablegen oder vernachlässigen. Und die Gefahr ist bei dieser Sache, es geht gar nicht so sehr um das Kopftuch oder auch bei Brüdern, das ist bestimmte, das ist halt nicht so sichtlich, aber es ist genau dasselbe, ja, dass sie dann anfangen, vielleicht nicht mehr zu beten oder andere Dinge zu tun, ja, die sie vorher getan haben, oder sich nicht mehr trauen, in die Moschee zu kommen, aufgrund dieses Druckes, dass das ja nicht dabei bleibt. Das ist ja nur der erste Schritt. Meistens geht es ja noch weiter. Das ist meistens der Beginn. Weil hier kommt der Shaitan. Und der Shaitan versucht, sich eine Versuchung auszusetzen. Die Gesellschaft macht Druck, ich versuche mich anzupassen, äußerlich. Aber aus dem Äußerlichen wird häufig ein vollständiges Anpassen. Und darin besteht die Gefahr. Ich kenne eine Dame, die relativ bekannt ist, ich möchte auch keinen Namen nennen an dieser Stelle, die aber schon viele auch Zeitungsinterviews gegeben hat zu diesem Thema. Sie hat auch lange Zeit Kopftuch getragen, kommt aus einer praktizierenden Familie, war auch islamisch aktiv gewesen und hat das Kopftuch abgelegt. Das Problem ist gar nicht im Kopftuch ablegen. Das eigentliche Problem ist, sie hat dann angefangen, und das schreibt sie selbst, sie hat dann angefangen, sich voll und ganz anzupassen. Das heißt im Grunde genommen, alles in Frage zu stellen.
Es ist nicht nur, ich will nicht auffallen, was ich teilweise auch verstehen kann, dass der Druck sehr, sehr groß ist. Und deswegen nicht, dass mich jemand falsch versteht, dass ich jemand vorverurteilen möchte. Jede Schwester, die das tut, diesen Schritt macht, möge Allah uns alle festigen und auch, inshallah, sie festigen. Jeder, der das, diesen Schritt macht, der wird sicherlich seinen Grund haben. Aber trotz alledem muss ich mir über die Gefahr dessen, was ich tue, im Klaren sein. Und dass es kein einfacher Schritt ist. Und wie gesagt, ja, sie sagt dann und schreibt immer wieder, ich habe dann angefangen, das Leben zu genießen. Ich habe angefangen, tanzen zu gehen mit Männern. Ich habe angefangen, in eine Umkleidekabine zu gehen, gemischt nach dem Sportunterricht. Und zum ersten Mal habe ich ein männliches, also nicht außer von meinem Ehemann, ein männliches Geschlechtsteil gesehen. Hat sie so wortlich gesagt. Wie gesagt, ich nenne keine Namen, aber kann sich ja mal erkundigen. Ja? Und wichtig ist einfach, und da merkt man, es geht weiter, es bleibt häufig nicht dabei. Und ich merke das auch bei anderen Schwestern oder auch Brüdern, die sich distanzieren, dass sie sich immer mehr distanzieren. Und darin liegt die Gefahr. Die Versuchung der Unterdrückung kann auch eine Versuchung des Druckes sein, von der Gesellschaft. Du musst dich anpassen. Es ist schwierig, Arbeit zu finden, aber das ist eine Prüfung. Es ist eine Prüfung. Das ganze Leben ist eine Prüfung. Und noch einmal, ich verurteile niemanden. Jeder muss das selbst wissen. Und ich kenne viele Schwestern, die kein Kopftuch tragen, aber Alhamdulillah, ja, viel weiter sind ihre Iman als manche eine Schwester, die Kopftuch trägt. Darum geht es mir nicht. Es geht mir um diese Gefahr, diesen Schritt zu machen, auch zu sagen, ich lege es ab. Und häufig beginnt es ja mit einem Auflockern. Und es geht dann immer weiter. Und das sind dann auch nicht selten die Wege des Scheitans. Die Fußstapfen des Scheitans. Und deswegen müssen wir uns in Acht nehmen vor den Fußstapfen des Scheitans. Er ist der Motor. Er sagt Druck, keine Arbeit, ich kann mich viel besser anpassen. Ich kann vielleicht sogar besser Dauer machen. Ich komme in die Gesellschaft, die Leute, die sehen mich nicht mehr als etwas Fremdes aufgrund meines Kopftuches. Aber eines dürfen wir nicht vergessen. Es geht nicht immer darum, was ich für gut halte. Sondern was muss ich erst einmal tun? Ich muss mich erst mal selbst schützen. Und deswegen nie vergessen, schütze dich erst selbst. Bevor du anderen den Weg zeigst, schütze dich selbst. Geh nicht in die Disco, um Dauer zu machen. Nein, warte vor der Disco und mach dann Dauer. Oder? Das ist doch besser. Ja? Also nicht direkt vor der Disco. Versteh, was ich meine. Ja? Ja? Nicht direkt vor der Disco. Verstehst du, was ich meine? Hoffe ich, oder? Okay. Nicht, dass du jetzt genau das machst. Ja? Und das ist das, was wir verstehen müssen. Dann die zweite Geschichte. Die zweite Geschichte, die Geschichte, wo es um die beiden Männer geht. Der eine hat zwei Gärten, der andere nicht. Und derjenige, der zwei Gärten hat, glaubt, dass das eine Gunst Allahs ist und versteht nicht, dass das eine Prüfung ist. Und wie viele Menschen werden schwach, wenn es ums Geld geht. Und wir werden darauf noch ausführlich zu sprechen kommen. Wartet ab. Die Versuchung des Vermögens, des Materiellen, möge Allah uns davor bewahren. Wie viele Menschen haben alles verkauft, nur wegen Geld? Nummer 3, die Geschichte von Musa und Al-Khidr. Es geht hier um Schicksalsschläge. Dinge, die wir nicht verstehen. Allah prüft mich. Meine Mutter ist gestorben, mein Kind ist gestorben. Ich bin plötzlich krank geworden. Ich verstehe es nicht. Oh Allah, warum gerade ich? Warum prüfst du gerade mich mit der Krankheit? Warum musste gerade mir das passieren? Allah Ta'ala, er erklärt es dir in dieser Geschichte. Und dann natürlich auch noch gleichzeitig die Prüfung durch das Wissen. Ja, und das werden wir noch ausführlich erklären. Und dann die vierte Geschichte, die Geschichte von dem Mann, der den Westen und Osten beherrschte, und zwar Dhulqarnain. Die größte oder eine der größten Versuchungen überhaupt, und zwar die Versuchung der Macht. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er über die 7 Personengruppen spricht, welche am jüngsten Tag im Schatten Allahs stehen werden, wen an erster Stelle erwähnt? Den gerechten Herrscher, weil es so schwierig ist. Möge Allah Ta'ala uns bewahren vor all diesen Versuchungen. Amin, ya Rabbil Alamin. Das war heute, insha'Allah Ta'ala, eine kurze Einleitung zu dieser Sura. Und wir werden, insha'Allah Ta'ala, uns das nächste Mal dann mit
dem ersten Teil der Sura beschäftigen, der ersten Geschichte, ja, auch kurz nochmal die ersten Verse uns anschauen, was Allah Ta'ala uns in diesen Versen sagt. Das ist auch noch wichtig. Das schaffen wir aber heute nicht mehr. Das machen wir dann mit der Geschichte zusammen, bi'iznillahi azza wa jal, die Geschichte der Leute der Höhle. Möge Allah Ta'ala uns bewahren vor den Versuchungen des diesseitigen Lebens und vor den Versuchungen des Jenseits. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns auf seinem Wege festigen. Amin ya Rabbil Alameen wa barakallahu fikum.